Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal kein Let's Play, sondern ein kleines Tutorial aus gegebenem Anlass. Ich habe die letzten Tage ein paar kleinere Bots geschrieben für Discord und habe mir gedacht, dass ich die Basisinformationen, die man so braucht, um damit anzufangen und ein bisschen rumspielen zu können und ein paar Sachen auszuprobieren, einfach mal in einem kleinen Video zusammenfasse. Für die Leute, die da selber mal ein bisschen rumspielen wollen mit vielleicht das ein oder andere ausprobieren und noch nicht genau wissen, was sie dazu brauchen und wieso der Einstieg ist und was man vielleicht an einer oder anderen Stelle beachten muss. Fangen wir mal mit einem kleinen Überblick an. Also aus Sicht von Discord ist ein Bot nichts anderes als ein normaler Benutzer, also wie jeder andere Benutzer auch. Kann also insofern auch alles tun, was ein normaler Benutzer in der Discord-App beispielsweise auch tun kann. Und der Bot selber ist, damit er halt seine Aufgaben erfüllen kann, nichts anderes als eine Applikation, ein Programm, was irgendwo läuft, sich auf die Discord-Server verbindet und dort halt, wie jetzt die Discord-App beispielsweise auch, Informationen bekommt, was auf dem Server gerade so passiert und darauf reagieren kann. Da der Bot als eigenständige Applikation läuft, ist man hier relativ frei, in welcher Programmiersprache man den Bot schreibt. Theoretisch kann man das in jeder beliebigen Sprache machen. Es gibt für eine Reihe von Programmiersprachen Bibliotheken, die den Verbindungsaufbau mit dem Server, das Aufrechterhalten der Verbindung und die ganzen Protokolldatenübertragungen einem abnimmt und handelt, sodass man halt sich praktisch nur noch um die Inhalte kümmern muss, was letztlich auch zu empfehlen ist. Weil zum einen könnte es halt sein, dass der Bot, wenn er sich vom Protokoll her nicht sauber verhält, einfach irgendwann von den Discord-Servern halt geblockt wird. Außerdem ist es halt sehr aufwendig, wenn man jetzt alle zugrunde liegende Protokollkommunikation etc. selber implementieren wollte, ist jetzt nicht wirklich nötig. Es gibt auch eine ganze Reihe von Bibliotheken mittlerweile für verschiedenste Sprachen, die man verwenden kann, wenn man selber einen Bot schreiben will. Also es gibt JavaScript, Java, Python, PHP, Go, C-Sharp, Bibliotheken, also eine ganze Reihe, die man da benutzen kann. Man sollte sich vielleicht im Vorfeld schon mal überlegen, wo der Bot später laufen soll. Also wenn man einen Bot machen will, der immer verbunden ist mit dem Server, auch wenn man selber vielleicht nicht online ist, und dort seine Aufgaben erfüllen soll, muss er halt irgendwo auf einem Rechner laufen, der halt rund um die Uhr läuft, der rund um die Uhr Zugang zum Internet hat. Und wenn man das halt auf einem Server macht beispielsweise, muss man sich halt auch im Vorfeld vielleicht schon überlegen, was das für ein Server ist, um zu entscheiden, welche Sprachen sich da überhaupt anbieten. Also wenn ich jetzt einen Server habe, der keinen C-Sharp-Runtime hat, dann macht es halt wenig Sinn, seinen Bot in C-Sharp zu schreiben beispielsweise. Insofern bieten sich dort die webbasierteren Varianten wie beispielsweise JavaScript, PHP oder auch Python, was halt auf so ziemlich jedem Webserver irgendwie funktioniert, für sowas an. Ich habe mich deshalb für die Bots, die ich gemacht habe und auch für das Tutorial entschieden, das Ganze auf JavaScript-Basis zu machen und hier am Beispiel von JavaScript-Code beim Bot zu zeigen. Um den Bot jetzt als JavaScript-Applikation mehr oder weniger unabhängig von der Konfiguration und der Installation auf dem Server laufen zu lassen, bietet sich bei JavaScript an, ein JavaScript-Runtime zu nehmen, was standalone, also unabhängig von einem Webserver die Applikation ausführen kann und auch am Laufen halten kann. JavaScript auf dem Webserver, auf einer Webseite beispielsweise, reagiert ja größtenteils auf Anfragen, die von außen kommen, wenn jemand eine Webseite aufruft und da dann irgendwelche Daten zusammengesucht und zusammengebaut werden, um dann das Ergebnis als Webseite darzustellen und ähnliches. Dafür bietet sich hier bei JavaScript das Node.js-Runtime an. Es handelt sich hier um ein Runtime, was es ermöglicht, JavaScript-Code zu schreiben, der praktisch wie eine normale Applikation ausgeführt werden kann. Und Node.js ist auch auf vielen Webservern tatsächlich verfügbar, auch wenn man sich jetzt beispielsweise einen Server, einen Cloud-Server, einen virtuellen Server oder ähnliches irgendwo mietet, um dort den Bot laufen zu lassen vielleicht. Oder wenn man sowieso schon einen hat für eine Webseite oder ähnliches, kann es gut sein, dass das Node.js-Runtime da auch schon da ist, beziehungsweise vergleichsweise leicht, auch im Vergleich zu anderen Optionen, die man so hat, nachinstallieren lässt. Node.js, das Runtime, kann man sich runterladen. Das gibt es auf der Seite node.js.org. Und auf der Webseite gibt es auch hier noch eine Dokumentation zu Node.js, ist allerdings jetzt für den Anwendungsfall des Bots nicht ganz so wichtig, weil wir dann eine Bibliothek gleich verwenden werden, die
die Kommunikation mit den Discord-Servern quasi schon kapselt und man relativ wenig wissen muss über das Node.js selber. Man muss halt die Syntax vom JavaScript halt dann kennen und beachten. Und ansonsten sind es eigentlich alles nur Sachen, die sich auf Discord beziehen, die man größtenteils wissen muss. Bei der Version gibt es halt hier die neueste Version oder halt mehr oder weniger so die letzte stabile Version. LTS für Longtime Support, das sind halt Versionen, das sind bei Node.js immer die mit den geraden Ziffern an der ersten Stelle. Das sind halt die, die über einen längeren Zeitraum gepflegt werden. Also wo mehr Bugfixes gemacht werden, die auch schon ein bisschen stabiler sind und stabiler gehalten werden als die Versionen dazwischen, die schneller abgekündigt werden. Insofern bietet es sich hier immer an, die letzte empfohlene Version zu nehmen, die LTS-Version, die es so gibt, und sich die herunterzuladen. Ich mache das gerade nochmal hier. Ich hatte das Runtime jetzt eben nochmal deinstalliert, dass man nochmal sieht, die Schritte sieht, die man alles in allem braucht. Jetzt haben wir es hier runtergeladen, haben das Setup hier und können einmal das Node.js Runtime auf dem Rechner installieren. Hier können wir einfach überall bei dem Default bleiben. Der NPM Packet Manager ist halt wichtig, dass man den hat, weil wir den gleich noch brauchen, um diese Discord Library, die wir benutzen werden, noch dazu zu installieren. Gehen wir also einfach durch und installieren einmal das Node.js Runtime. Nachdem wir das installiert haben, können wir eigentlich schon direkt damit beginnen, uns die notwendigen Dateien für das Projekt anzulegen. Dazu mache ich mir hier einfach mal einen Tutorial-Bot-Folder auf dem Desktop. Dann brauchen wir einmal die Konsole, also einfach übers Startmenü den Command-Prompt auswählen bzw. CMD eingeben. Dann wird es eigentlich schon angeboten bei Windows 10. Ich gehe auf den Desktop in den Ordner vom Tutorial-Bot, der jetzt noch leer ist. Und was wir hier machen, ist, dass wir uns mit npm init einmal schon vom Node.js, was wir gerade installiert haben, ein JSON-File erzeugen lassen für das Projekt, in dem wir nachher den Bot machen. Der Package-Name, den kann man jetzt halt wählen, wie man will. Ich lasse den hier einfach mal auf Tutorial-Bot. Also, wenn man in den Klammern steht, halt der Default-Name, wenn man nichts anderes eingibt und Enter drückt, dann wird der Name übernommen. Ansonsten könnte man jetzt was anderes hinschreiben, wenn man das denn wollte. Das heißt, wir bleiben einfach mal bei dem Package-Name. Version 1.0.0 passt auch. Eine Beschreibung gebe ich jetzt mal nicht weiter ein. Entry Point ist an der Stelle nochmal ganz wichtig. Prinzipiell könnte man Index.js nehmen und so lassen. Wie im Titel zu sehen, werde ich den Bot dann aber auf AWS, also Amazon Web Services, hosten. Und die erfordern, dass der Entry Point entweder server.js oder app, also app.js ist. Deswegen werden wir hier das nicht den Default nehmen, sondern werden das Ding an der Stelle server.js nennen. Test Command brauchen wir nicht, Git Repository Keywords Autor. Da kann man jetzt hinschreiben, wer das Ding geschrieben hat. Das steht dann halt mit in dem File drin. Ist allerdings, wenn man den Bot nur privat benutzt, jetzt auch eher von untergeordneter Bedeutung. Ich schreibe da einfach mal meine URL hin. Lizenz ISC. Die Lizenz wird mit in dem File angegeben. Es gibt eine Liste von Lizenzen, die man verwenden kann. Also man ist da nicht ganz frei. ISC ist jetzt halt hier der Default. Letztlich sind das alles größtenteils zumindest, also ich habe es nicht alle angeguckt, aber soweit ich das gesehen habe, sind das alles Lizenzen, die mehr oder weniger eine freie Nutzung, quasi aus der Open Source Richtung kommend, von der Philosophie her ermöglichen. Also jetzt nicht unbedingt vielleicht für rein Closed Source kommerzielle Anwendungen geeignet. Falls man wissen will, welches gibt, kann man hier einfach mal irgendwas hinschreiben, was er nicht kennt. Dann kommt nämlich direkt hier schon eine Fehlermeldung, die sagt, die License muss eine valide SPDX-License sein. Wenn man mal googelt nach SPDX-License, dann gibt es dort eine Liste mit den ganzen verschiedenen Lizenzen, die da drunter fallen. Und dann hat man halt auch die Kürzel für andere Lizenzen, falls man andere Lizenzen als ISC verwenden will. Aber wir bleiben halt hier auch mal zum Beispiel für das Beispiel des Tutorials oder auch wenn man den Bot, wie gesagt, privat auf seinem Discord-Server benutzt, macht man mit ISC jetzt auch nichts falsch. Ist ja jetzt auch kein kritischer Code, der irgendwie besonderen Schutz bedarf. Dann gibt es hier eine Zusammenfassung. Das ist dieses JSON-File. Also JSON ist letztlich auch nichts anderes als ein Text-File, wo die Informationen, so ähnlich wie bei XML, halt auch in einer bestimmten Struktur gespeichert werden, damit sie halt programmatisch gut verarbeitet werden können.
Und das hier ist der Inhalt, den das JSON-File dann erhalten wird, wenn es erzeugt wird. Das ist soweit okay, also können wir wieder Enter drücken für Yes. Und wir haben jetzt hier in dem Folder direkt schon unsere JSON-Datei angelegt. Wenn ich den Ordner hier mal aufmache, dann haben wir sie hier liegen. Das ist die JSON-Datei, die jetzt gerade erzeugt wurde. Die können wir uns auch mal angucken. Es geht immer auf einen anderen Monitor. Und das ist halt genau der Inhalt, der da reingeschrieben ist. Viel mehr ist es auch nicht. Wenn man später den Bot mal ändert und dann wieder hochlädt auf irgendwelche Systeme, wo man halt die Versionsnummer ein bisschen mit hochzählen will, dann ist das halt auch hier die Stelle, wo man gegebenenfalls die Versionsnummer dann ändert, wenn man neuere Versionen macht. Soweit, so gut. Jetzt haben wir also das Basisprojekt. Was wir jetzt noch brauchen, ist, weil wir ja Abhängigkeiten haben zu Discord. Wir wollen ja, dass die Bibliothek uns die ganzen Handlings des Verbindungsaufbaus und so weiter abnimmt, brauchen wir jetzt natürlich noch eine Bibliothek, die das tut. Dafür können wir wieder hier zurück in die Konsole gehen und dort einfach mit npm install discord.js uns die erforderlichen zusätzlichen Bibliotheken runterholen. Wir sehen jetzt hier, dass ein weiterer Ordner angelegt wurde mit Node Modules und hier gibt es jetzt verschiedene Dateien drin, Discord.js, mit den ganzen Implementierungen, die halt genau dieses Handling, dieses Server-Handling machen und die jetzt hier in dem JSON-File, wenn wir das jetzt nochmal aufmachen, wurde das jetzt halt geändert und erweitert und es wurde hier hinzugefügt eine Abhängigkeit zu Discord.js, dass wir das halt dann im Code später verwenden können. Damit haben wir eigentlich schon alles, was Node.js an der Stelle angeht und was das Anlegen unseres Basisprojekts, wenn man so will, betrifft, schon mal erfolgreich abgeschlossen. Was wir jetzt als nächstes noch brauchen, ist natürlich ein Programm, mit dem wir unseren Code schreiben können. Prinzipiell könnte man einfach sich das Server.js-File, das wurde jetzt hier noch nicht mit erzeugt, das ist aber das File, was wir eben angegeben hatten und was auch hier nochmal als Main angegeben worden ist, also quasi das File, was der Server dann, wenn die Applikation ausgeführt wird, als erstes startet, das ist quasi der Einsprungpunkt. Das haben wir jetzt noch nicht angelegt. Das können wir hier jetzt entweder einfach als Datei neu anlegen oder wir können es auch später in einem Programm tun. Und hierfür bietet sich an, für Leute, die jetzt keine Entwicklungsumgebung oder irgendwas haben und das auch nicht unbedingt im Notepad oder sonstigen einfachen Textprogramm machen wollen, weil es dort halt keinerlei Highlighting von Code oder irgendwelche schon ein bisschen Fehler-Detection und sowas gibt. Die können sich das Visual Studio Code herunterladen beispielsweise. Das gibt es bei visualstudio.microsoft.com. Das ist quasi so eine abgespeckte Version vom Visual Studio, um halt verschiedene Programmiersprachen zu unterstützen, um dort seinen Code zu schreiben. Das kann man sich frei herunterladen. Das machen wir auch mal gerade hier, speichern es mit auf den Desktop dazu. Hier haben wir es dann, installieren uns das auch nochmal. License Agreement, lesen, verstehen, im Idealfall akzeptieren. Und installieren uns das einfach mal drauf, damit wir das benutzen können, um unseren Code gleich zu schreiben. So, die Installation ist durch, wir können es auch direkt starten. So, und da sind wir schon. Hier können wir jetzt einfach bei File sagen Open Folder und geben dort den Folder ein, wo wir das JSON-File gerade erzeugt haben. Das ist bei mir auf dem Desktop der TutorialBot-Folder. Wählen den aus und dann sehen wir hier schon links die Dateien, die dort dazugehören. Da haben wir einmal das JSON-File und den Unterordner mit den ganzen Abhängigkeiten, die da dazu kopiert wurden. Und wir können halt hier dann die Files auswählen, die wir öffnen und editieren wollen. Und jetzt können wir an der Stelle halt hier auch direkt sagen, wir möchten eine neue Datei hinzufügen. Wie wir hier sehen rechts, das hatte ich ja hier schon offen im JSON-File, haben wir unser Server.js. Den Namen nehmen wir dann hier auch für unser neu angelegtes File. Und dieses File wird jetzt das sein, in welchem wir auch den Code für unseren Bot schreiben. Was wir jetzt als nächstes brauchen, ist natürlich ein Discord-Server und dort den Bot, den wir benutzen wollen, den müssen wir da vorbereiten. Ich ziehe mir mal gerade das Discord hier rüber und lege einfach mal einen neuen Server an. Nennen wir ihn einfach mal
LP-Tutorial. So, da haben wir den. Und haben jetzt hier mal direkt einen neuen Server angelegt. Für die Leute, die ihn schon haben, die müssen da natürlich nichts weiter tun. Und auf diesem Server müssen wir jetzt unseren Bot kreieren. Um das zu tun, müssen wir jetzt hier auf die Seite discord.app/developer/applications gehen. Falls nicht schon geschehen, wenn man Discord am Laufen hat, sich halt entsprechend einloggen mit seinem Account von Discord, unter dem auch der Server läuft. Und dann gibt es hier neben Teams und einer kleinen Dokumentation zu verschiedenen Themen, gibt es Applications. Ich habe hier schon mal eine für eine andere Geschichte am Laufen. Was wir jetzt brauchen für den Bot sind zwei Dinge. Zum einen eine Applikation und zum anderen den Bot selber. Das heißt, wir machen hier erstmal New Application und geben dem einen Namen, zum Beispiel Tutorial Bot. Der Name hier ist prinzipiell egal. Das ist nicht der Name des Bots, wie er später erscheint. Das kommt gleich noch, sondern das ist nur ein Namen, dass man selber halt weiß, wo diese Applikation dazugehört. Hier brauchen wir eigentlich weiter jetzt nichts machen, nachdem wir die haben. Man kann hier einen Avatar reinmachen, braucht man aber nicht. Das ist auch nicht der Avatar, den der Bot nachher später haben wird. Sondern wir gehen hier links weiter auf Bot. Wir haben jetzt halt hier oben Selected App. Das ist dann auch die App hier vorne auf der Applikationsseite, die man halt gewählt hat. Das ist in unserem Fall der Tutorial Bot. Man kann auch hier dann umswitchen zum anderen, wenn man mehrere hat und da ein bisschen umkonfigurieren will. Dann brauchen wir hier Bot und werden hier einen Bot hinzufügen mit @bot. Yes, do it. Jetzt haben wir einen Bot erzeugt und dieser Bot ist das, was später auch im Discord erscheinen wird. Der Name hier ist der Name, der auch im Discord erscheint, den der Bot dort haben wird. Das gleiche gilt für das Bild, das wir hier eintragen, das ist der Avatar, den später der Bot auch haben wird im Discord. Jetzt gibt es hier noch ein paar Settings, die es zu beachten gilt. Zum einen Public Bot. Ein Public Bot ist einer, den jeder adden kann. Das heißt, wenn man jetzt einen Bot machen will, den man auch anderen zur Verfügung stellen will, dann sollte man das hier angeschaltet lassen. Wenn es ein Bot ist, an dem man erstmal nur ein bisschen rumexperimentiert oder den man sowieso nur selbst auf seinem eigenen Server benutzen will, kann man das hier ausschalten. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass jemand anders irgendwie, wenn er einen entsprechenden Link bekommt, den Bot auf seinen Server halt auch hinzufügen kann. Die anderen Settings können wir eigentlich ausgeschaltet lassen, können wir so lassen, wie sie sind. Hier unten Bot Permissions, das sind noch nicht die Rechte, die der Bot auf dem Server hat, sondern das ist nur so ein Rechner, um halt den Zahlenwert für die Berechtigung, für eine bestimmte Kombination von Berechtigungen zu bestimmen. Das können wir, also die Rechtevergabe hier, die machen wir später, wenn wir den Bot hinzufügen. Nicht vergessen, auf Save zu klicken, dass wir hier die Änderungen mit dem Public Bot noch drin haben. Ein Bild habe ich jetzt hier mal nicht geaddet. Für die Testzwecke ist das jetzt erstmal nicht nötig. Und dann sind wir an der Stelle schon fertig. Was wir später noch brauchen, sind Werte von dem Bot und der Applikation. Insofern lassen wir die Webseite einfach mal auf und gehen zurück zu unserem Code. Oder besser gesagt, wir gehen natürlich noch nicht zurück zum Code, sondern wir müssen den Bot ja erst noch adden auf dem Server. Wir haben hier den Server am Laufen und haben aber hier ja noch den Bot nicht drin. Also müssen wir den Bot adden. Das machen wir, indem wir zunächst mal hier auf General Information wieder gehen, auf der Discord-App.com Developers Applications Seite. General Information ist die App, die wir erzeugt haben und was wir hier brauchen, ist die Client-ID. Das heißt, wir gehen einfach mal auf Copy, dass wir uns die Client-ID kopieren und müssen dann auf die Seite discord.api.com/permissions gehen. Hier können wir jetzt die Rechte einstellen, die unser Bot braucht oder haben will oder benötigt. Da gehe ich jetzt mal nicht irgendwie durch die Details. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, was der Bot später machen soll. Wenn man ihm hier einfach mal die Administratorrechte gibt, dann kann er erstmal alles machen und dabei belassen wir es erstmal hier für den Zweck des Tutorial-Videos. Was wir dann machen müssen, ist diese Client-ID, die wir eben kopiert haben, an diese Stelle einfügen. Wenn das passiert ist, wird dieser Link hier anklickbar. Der ist ja eben auch grau gewesen, jetzt ist er weiß. Die Client-ID wird hier unten eingefügt. Was hier passiert, ist letztlich nichts anderes, als dass aus dem, was man hier oben anklickt, wird dieser Zahlenwert berechnet für die Rechte, die der Bot braucht, was man theoretisch auch hier unter Bot hier machen könnte.
Wenn man beispielsweise sagt, ich möchte, dass er Member kicken und bannen kann, bräuchte er die Permission 6. Wenn man das jetzt hier anklickt, kicken und bannen, würde hier auch Permission 6 stehen. Da wir aber die Rechte hier ja vergeben, brauchen wir das auf der anderen Seite nicht. Wir geben ihm jetzt aber mal hier die Admin-Rechte, dass er alles machen kann, kopieren die Client-ID rein. Und dieser Link ist letztlich ein Link, der immer benutzt wird, wenn irgendjemand auf seinem Server diesen Bot adden will. Das ist praktisch auch der Link, der auf irgendwelchen Webseiten ist, den man anklickt, wenn man irgendwie einen Bot benutzt, den andere halt erzeugt haben. Wir gehen dann hier auf den Link und kommen jetzt hier auf die Seite. Wir sehen hier, wir haben kein Icon in der Applikation hinterlegt, deswegen ist hier jetzt auch nichts drin, sonst wäre jetzt hier noch ein Bild drin. Und wählen aus, in welchen Server wir ihn adden wollen. Und da haben wir natürlich hier den Radebo 78LP Tutorial, den wir eben angelegt haben, und wählen den aus. Continue. Hier müssen wir nochmal bestätigen, dass wir die Rechte dem Bot geben wollen. Er will hier die Administratorrechte. Wenn wir jetzt andere angeklickt hätten auf der Seite vorher, dann würden halt hier diese Rechte aufgelistet werden, die man haben will. Wir müssen ihn autorisieren. Noch einmal bestätigen, dass wir selber kein Bot sind. Und authorized ist okay. Wenn wir jetzt zurückgehen auf Discord, sehen wir auch hier, dass der Tutorial-Bot schon da ist. Der ist jetzt noch offline, weil wir halt das Programm noch nicht geschrieben und aktiv haben. Also es ist noch keine Logik hinter dem Bot. Der tut noch nichts, der ist noch nicht da. Deswegen ist er hier offline, aber er ist als User jetzt schon im Server hinzugefügt. Und mehr gibt es an der Stelle jetzt auch nicht zu tun. Was wir jetzt dann weitermachen müssen, ist zurückzugehen zum Code und die eigentliche Logik und das Verhalten des Bots zu programmieren. Was wir hier jetzt machen müssen, um unserem Bot ein bisschen Funktionalität und, sagen wir mal, Hirn mitzugeben, dass er auch was tut, ist gar nicht so kompliziert. Wir hatten ja vorhin in der Konsole mit dem npn-install uns diese Discord.js-Bibliothek mit installiert, die wir hier jetzt einfach benutzen können. Definieren wir uns hier eine Konstante namens Discord und sagen hier require Discord.js. Damit werden praktisch die Inhalte der Bibliothek angezogen und wir haben jetzt hier die Konstante Discord, mit der wir auf die implementierten Funktionen dort zugreifen können. Was wir als nächstes brauchen, ist der Bot selber. Das heißt, wir definieren uns hier wieder eine neue Konstante, nennen wir sie einfach mal von mir aus auch TutorialBot, und das ist ein Discord.client. Dieser Client, Discord.client, ist jetzt ein Objekt, was implementiert ist in dieser Discord-Library und was diese ganzen Handlings mit dem Verbinden, Verbindungsaufbau, Verbindungen halten, das Protokoll, wie die Daten hin und her geschickt werden, zu übernehmen. Und es bietet uns schon einige Funktionen, die wir benutzen können. Und hier lasse ich jetzt mal ein paar Zeilen frei, da wird nachher der Code hinzugefügt. Was wir zuletzt noch brauchen, ist, dass wir uns verbinden müssen. Das heißt, wir nehmen unseren Tutorial-Bot, sagen hier Login und brauchen hier jetzt ein Token, einen Identifier. Wir sind ja als Bot letztlich auch nur ein normaler Benutzer, wie jeder andere Benutzer auch. Und daher brauchen wir auch einen Login, um uns zu identifizieren, wer wir sind. Unser Bot hat dafür gehen wir jetzt wieder zurück auf die Seite hier Discord App Developers und gehen auf unseren Bot und haben hier das Feld Token. Und das Token ist quasi das Login von unserem Bot. Wir können jetzt mit Click-to-Reveal-Token können wir uns den anzeigen lassen. Das ist ein längerer Buchstaben-Zeichen-Mix, quasi eine Art Schlüsselnummer. Wer jetzt Twitch-Streams macht oder so oder auf anderen Plattformen, das ist quasi vergleichbar mit so einem Streaming-Key. Daher sollte man den auch nicht irgendwie öffentlich zeigen, weil jeder, der den hat, kann praktisch den Bot benutzen, um seinen eigenen Code auszuführen. Aber wir haben ja gerade gesehen im Code, wir benutzen das als Login für unser Programm, um den Bot fernzusteuern. Und insofern kann natürlich jeder, der diesen Key dann hat, auch den Bot, den man hier angelegt hat, halt fernsteuern. Falls der Key irgendwie mal kompromittiert wird, dass irgendwie jemand anders ihn benutzt oder der irgendwie aus Versehen public gegangen ist oder ähnliches, kann man mit Regenerate hier klicken und sich einfach einen neuen Key erzeugen. Das werde ich dann auch machen, nachdem ich das Tutorial gemacht habe. Insofern ist das jetzt unkritisch. Wir gehen hier auf Copy, kopieren uns den Key, gehen zurück in unseren Source Code und fügen den hier ein.
Und das ist letztlich schon alles, was man braucht, damit wir uns mit dem Bot verbinden können und damit unser Bot online geht. Wir können das einmal probieren, indem wir hier das Terminal aufmachen, neues Terminal, und können jetzt hier unten den Code ausführen, indem wir sagen Node Leerzeichen Punkt. Das bedeutet, wir sind ja hier in dem Ordner, wo unser Code liegt, unser JSON-File und unser Server.js-File. Node ist ein Befehl von Node.js. Und Punkt bedeutet einfach nur, dass wir halt in dem Ordner, in dem wir gerade sind, unser Sourcecode liegt und dass wir dort unser Programm starten wollen. Das heißt, er guckt in dem JSON-File nach, sieht dann unter Main, was wir gesehen hatten. Hier haben wir in dem Package-JSON-File, das können wir auch hier kurz nochmal aufmachen, das haben wir hier noch auf. Dieses Package-JSON-File wird quasi jetzt dann von Node.js gelesen. Er sieht, guckt hier nach und sieht, okay, Main ist unser Startpunkt, das ist das Server.js-File und lädt das dann. Und dann wird dieser Code ausgeführt. Das heißt, wir starten einfach hier Node Punkt. Jetzt passiert noch nichts weiter, weil wir haben jetzt halt hier keine Prints oder irgendwas. Ein Error ist auch nicht passiert. Was wir jetzt allerdings schon sehen, ist, dass hier unser Bot online gekommen ist. Und zwar ist er jetzt online, solange dieses Programm läuft. Und das war auch der Punkt, was ich am Anfang gemeint habe. Wenn man halt einen Bot irgendwann implementiert hat, der auf dem Server aktiv sein soll, dann muss diese Applikation, die man halt schreibt, halt irgendwo laufen. Insofern bietet sich sowas Webbasiertes halt an. Mit Steuerung C kann man das abbrechen, dann wird das Programm beendet. Es dauert dann noch einen Moment, bis über die Discord-Server halt jetzt hier die Information kommt, dass der Bot jetzt offline ist, weil wir halt hier so die Verbindungen einfach abgewürgt haben. Es gibt jetzt praktisch so einen Verbindungstimeout und irgendwie nach einer Weile wird der Bot hier gleich offline gehen. Das kann schon mal einen Moment dauern. Können wir gleich nochmal gucken. Also der müsste jetzt gleich wieder weg sein. Was wir in der Zwischenzeit machen können, ist, wir können dem Bot jetzt tatsächlich eine gewisse Logik geben und ihm beibringen, dass er auf bestimmte Sachen tatsächlich auch reagiert. Und da habe ich mir überlegt, wir machen mal einfach drei Beispiele. Zum einen werden wir eine Nachricht, die im Chat getippt wird, auf die werden wir einmal reagieren, und wir werden einmal uns als anderes Beispiel anschauen, wie man das Hinzufügen eines Benutzers, also wenn ein neuer Benutzer auf den Server kommt, dass man dem eine Begrüßungsnachricht schickt, beziehungsweise eine Nachricht in den Chat schreiben kann, falls jemand den Server verlässt. Und das werden wir hier jetzt einfach mal gleich als Beispiel machen. Ich hatte gehofft, dass in der Zeit, wo ich hier rede, tatsächlich der Bot noch offline geht, aber das kann schon tatsächlich mal eine Minute oder so dauern, bis die Server das mitgekriegt haben und hier das weitergereicht wurde, dass der Bot jetzt tatsächlich offline ist. Und da ist er weg. Also, das war jetzt halt das Timeout. Das heißt, jetzt ist er wieder offline, weil wir das Programm beendet haben. Und das heißt, wir gehen hier zurück in den Code, und was wir hier jetzt brauchen, ist auch nicht weiter kompliziert. Wir können einmal unseren Bot, das wir hier auch sehen beim Starten, dass es tatsächlich funktioniert hat, sagen wir hier einfach mal TutorialBot.on. Das heißt quasi, dass er bei einem bestimmten Ereignis etwas tun soll. In unserem Fall nehmen wir hier als Ereignis einfach mal Ready. Das ist quasi der Punkt, wenn der Bot, nachdem er hier oben erzeugt wurde und hier unten sich dann eingeloggt hat, bereit ist, also quasi online gegangen ist. Von der Logik her ist es halt so, dass alles, was jetzt hier so als Befehl einfach so steht, wird direkt ausgeführt. Also wenn wir Node Punkt eingeben, wird das File durchlaufen von vorne. Es wird direkt hier diese Abhängigkeit geladen. Es wird der Bot erzeugt. TutorialBotOn wird nicht gemacht, weil das ist praktisch nur eine Funktion, die sagt, bei einem bestimmten Ereignis soll etwas getan werden. Da das Ereignis aber noch nicht eingetreten ist, wird das übersprungen und der Login wird ausgeführt. Das ist die Logik, die jetzt dem File zugrunde liegt. Wir haben jetzt hier unser Event ready und sagen, wenn der Bot bereit ist, dann soll eine bestimmte Funktion ausgeführt werden. Und das schreiben wir jetzt einfach mal so, das hat er schon gemacht, Semikolon ans Ende und sagen, wenn das passiert, wollen wir in die Konsole eine Nachricht schreiben, dass unser Tutorial Bot ist bereit. Und die Syntax ist jetzt hier so, dass dieser erste Parameter der Funktion, das ist das Event, auf das reagiert werden soll. In unserem Fall ist das das Ready. Das zweite hier, und zwar ist das alles von hier bis zum Ende dieser geschweiften Klammer, das ist eine Funktion, die definiert wird, die sagt, was passieren soll. Letztlich kann man sich das vorstellen, in anderen Sprachen gibt es ja manchmal so eine Funktion, die irgendwie einen Rückgabewert hat, beispielsweise ein Int, dann hat sie einen Namen, getValue, und sie hat einen Parameter, der jetzt zum Beispiel auch ein Int ist und sagt,
Basiswert, was auch immer. Wenn man das aus anderen Sprachen kennt, und dann wird hier ein Wert zurückgegeben. Das ist so, und dann wird diese Funktion einfach irgendwo anders aufgerufen, indem man halt sagt, meine Variable x soll jetzt den Wert bekommen, den getValue zurückgibt, wenn man dem einen Wert übergibt. Das ist so die etwas ausführlichere Schreibweise von der Logik. Was dem jetzt entspricht, sind diese beiden Klammern. Das sind praktisch die Parameter, die Funktion annimmt. Das ist jetzt leer, weil diese Funktion halt keine Parameter hat. Bei Ready gibt es keine Informationen, die weitergereicht werden. Deswegen ist das hier leer. Dieser Pfeil, dem ist gleich größer als, ich kann das ja auch mal ein bisschen größer machen. Genau, Steuerung Plus. Das ist vielleicht im Video ein bisschen besser zu sehen. Dann machen wir das hier ein bisschen kleiner. Genau, also das sind die Parameter. Parameter erwartet er nicht. Das ist nur ein Syntaxelement. Und diese geschweiften Klammern entspricht dem, was in einer normalen Funktion halt zwischen den normalen geschweiften Klammern einfach als Code ausgeführt wird, wenn diese Funktion aufgerufen wird. Und von der Schreibweise ist es halt so, dass diese Funktion hier drinnen aufgerufen wird, sobald dieses Event eintritt. Was wir jetzt halt hier machen wollen, ist, wir geben einfach in der Konsole aus, dass unser Bot bereit ist. Jetzt können wir es einmal hier kurz ausprobieren und nochmal mit Not, Leerzeichen, Punkt unseren Bot starten. Wir sehen jetzt hier, unser Tutorial-Bot ist bereit. Das heißt, unser Bot ist ready gewesen und hat diese Nachricht geprintet, die wir jetzt hier gesehen haben. Also das ist praktisch unsere Konsole, in die wir das reingeschrieben haben. Wenn wir jetzt zurückgucken, sehen wir auch, dass unser Bot wieder online ist. Mit Steuerung C können wir das hier wieder beenden. Das heißt, das ist jetzt einfach nur eine Nachricht für uns, dass wir sehen, dass halt das Durchlaufen dieses Files und das Aufstarten vom Bot funktioniert hat. Als nächstes schauen wir uns an, wie wir mitbekommen, wenn jemand dem Server beitritt. Was wir dafür brauchen, ist wieder eine Funktion. Wir sagen hier, unser Tutorial-Bot soll reagieren on, wenn ein bestimmtes Event eintritt. Und das Event, was wir hier jetzt brauchen, ist guild-member-add. Guild ist praktisch, also eine Gilde ist in dem Sinne das, was hier ein Server ist. Also das, was hier oben halt Server heißt oder was man halt landläufig Server nennt, ist intern im Sprachgebrauch eine Gilde. Und wenn dieser Gilde oder wenn einer Gilde, das bezieht sich jetzt, also der Bot kann ja in mehreren Servern sein, und dieses on-guild-member-add würde aufgerufen werden, wenn in irgendeinem dieser Server ein Mitglied neu hinzukommt, also quasi ein User auf dem Server hinzugefügt wird. Was wir hier jetzt machen, ist wieder wie oben eine Funktion zu definieren. Wir sehen hier, dass dieses guild-member-add-Funktion einen Parameter hat, nämlich Member vom Typ Guild-Member, und das sagt uns also nicht nur, dass wir jetzt das Event bekommen, dass ein Mitglied hinzugefügt wurde, sondern wir bekommen auch die Informationen über diesen User. Das heißt, wir haben hier einen Parameter Member, der Funktion übergeben wird als Parameter, und wir können dann hier unsere Funktion implementieren und entscheiden, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen jetzt, wenn jemand hinzugefügt wird, in einem Raum eine Nachricht schreiben. Das heißt, wir müssen erstmal einen Kanal uns holen und sagen hier einfach mal unser Channel, in den wir schreiben wollen. Und da wir ja erstmal noch wissen müssen, auf welchem Server unser neuer User hinzugefügt wurde, können wir hier Member, das ist dieser Parameter von oben, den wir bekommen haben, Punkt Guild. Das sagt uns jetzt praktisch, in welcher Gilde dieses Mitglied jetzt beigetreten ist. Dort haben wir Channels. Das sind alle Kanäle, also alle Räume praktisch, die es in dieser Gilde, also auf diesem Server gibt. Und wir wollen dort einen bestimmten Channel finden. Und zwar wollen wir den Channel haben, dessen Name einen bestimmten Wert hat. Und dazu gucken wir einmal noch mal kurz auf unseren Server, und wir sehen jetzt hier, dass unser Text-Channel, wir haben jetzt halt hier nur einen Kanal, einen Text-Channel, und der heißt General. Das heißt, wir können jetzt hier einfach sagen, wir wollen uns den Kanal holen mit dem Namen General, der auf dem Server existiert, auf dem unser User beigetreten ist.
Jetzt können wir einmal nochmal zur Sicherheit abfragen, ob es diesen Kanal wirklich gibt. Also if Channel heißt, wenn er jetzt diesen Kanal nicht finden würde, wäre das halt, wäre halt diese Variable halt kein Inhalt und dann würde er das auch nicht ausführen. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur mal als kleine Sicherheitsnetz hier noch die Abfrage drin und wir wollen jetzt in diesem Channel eine Nachricht senden, indem wir sagen Channel Send. Und hier können wir jetzt unsere Nachricht zusammenbauen. Wir haben beim Member jetzt nicht nur die Gilde und so, sondern wir können auch seinen Namen bekommen, indem wir jetzt zum Beispiel sagen Member.DisplayName. Das wäre der Name, der angezeigt wird. Also mein Benutzer hat ja seine ID mit der Raute und der Ziffer noch dahinter und er kann halt auf verschiedenen Servern ja auch verschiedene Anzeigenamen haben. Und DisplayName ist der Name, der benutzt wird, hier als Name, der angezeigt wird auf dem Server, wo unser Member hier beigetreten ist. Diesen Namen und dann sagen wir hier noch, ist Leerzeichen noch davor dem Server beigetreten. Und da haben wir es schon. Wir können jetzt den Namen noch ein bisschen fett drucken. Wenn wir jetzt hier einmal ganz normal einen Text schreiben, dann hat er ja dieses normale Grau. Wenn man jetzt, was ja vielleicht einige dann auch kennen, zwei Sterne davor schreibt, dann wird der Text fett gedruckt. Mit einem Stern wird es kursiv und so weiter. Mit drei Sternen wäre es dann kursiv und fett. Wir wollen jetzt, dass der Name ein bisschen fett gedruckt erscheint. Also machen wir um den Namen drumherum einfach noch die zwei Sternchen und haben damit den Namen auch gleich in der Nachricht, die da gesendet wird, ein bisschen hervorgehoben. So. Das Gleiche in ähnlicher Form können wir genauso machen für Guild Member Remove. Und auch hier wird wieder das Member, die Information über das Mitglied, das removed wurde, übergeben. Und wir können letztlich genau das Gleiche machen wie hier oben. Wir holen uns wieder den Kanal General. Wir könnten es jetzt auch in einen anderen Kanal schreiben, aber wir haben jetzt keinen. Wir können natürlich einfach mal hier einfach noch einen neuen hinzufügen. Sagen einfach mal neuer Kanal. Ein Text-Channel. Schieben den hier mit da rein. Jetzt haben wir hier zwei Kanäle und sagen jetzt einfach mal, wir wollen, dass die Nachricht, wenn jemand den Server verlässt, das soll jetzt in diesen anderen geschrieben werden. Das heißt, wir sagen jetzt hier beim Remove nicht General, sondern wir sagen hier neuer Kanal und schreiben dann hier hat den Server verlassen. So. Und das ist es eigentlich schon. Das können wir jetzt einmal ausprobieren. Wir sehen, unser Bot ist wieder offline. Der war vorhin noch mal kurz online, weil er ein wenig eine Verzögerung hatte. Das können wir gleich noch ausprobieren. Was wir noch kurz machen können, ist die Reaktion auf die Nachricht. Dass wir jetzt sagen, TutorialBot on, wieder das Event, Message. Das heißt, wenn eine Nachricht gesendet wird in den Kanal rein. Hier haben wir jetzt natürlich dann eine Message als Informationsobjekt, also als Parameter für unsere Funktion. Das ist dann die Nachricht, die in dem Server geschrieben wurde. Was wir halt hier machen können, ist, wir können halt sagen, wir wollen reagieren auf eine Message, auf eine bestimmte Message und sagen halt hier, wenn unsere Message.content, das ist der Text der Message, lautet Hallo Bot mit Ausrufezeichen, sagen wir von mir aus noch, dann wollen wir darauf reagieren und wollen eine Antwort senden. Das können wir tun, indem wir hier zum Beispiel sagen message.reply. Das wäre dann eine Antwort an den Benutzer, der die Nachricht geschrieben hat, also quasi einen @Benutzer. Und das können wir hier einmal ausprobieren und sagen, wir schicken jetzt hier eine Antwort und sagen Hallo zurück. Und mehr ist es an der Stelle auch schon wieder nicht. Das heißt, wir können jetzt hier einmal nochmal unseren Bot wieder starten. Er läuft. Gucken in den Server. Da ist er jetzt halt hier auch am Laufen.
unsere Nachricht. Wir haben jetzt keine Groß- und Kleinschreibungsanpassungen gemacht oder ähnliches. Das heißt, die Groß- und Kleinschreibung muss jetzt auch genauso sein, wie es hier ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier schreiben, Hallo Bot, Ausrufezeichen, dann antwortet uns der Bot, das jetzt halt auch, weil es eine Direct Message ist, weil es Reply ist, sagt @radio78, Hallo zurück. Was wir hier stattdessen auch machen können, ist, statt dass wir, jetzt bin ich hier noch die Shortcuts vom Visual Studio gewöhnt, deswegen das manuell kommentieren, dass wir jetzt halt hier sagen können, message.channel, das ist der Kanal, in dem die Message gesendet wurde. Send, das ist praktisch genau wie hier oben. Wir haben hier den Kanal uns über den Namen geholt und hier bekommen wir halt über die Message gesagt, in welchem Kanal die Message gesendet wurde. Und sagen dann hier einfach Send Hallo zurück. So, das können wir jetzt hier einmal wieder starten. Und dann schauen wir hier im Discord und der Bot ist wieder online. Und wir sagen hier Hallo Bot. Und jetzt schickt es nicht an uns direkt zurück, sondern er schickt es in den Kanal und sagt Hallo zurück. Können wir hier einmal wieder beenden. Und das ist es jetzt auch soweit. Jetzt können wir noch einmal den Versuch machen mit dem Adden und Removen von Benutzern. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal den Guild Add und Remove testen. Deswegen starte ich den gerade nochmal. Wir haben hier, da sind wir, unseren Kanal wieder. Ich nehme gerade den Voice-Channel hier noch raus. Das war sonst jemand, der irgendwie das hier gleich hier reinkommt. Und lade ich jetzt einfach mal als Versuchskaninchen hier auf den Server die Finny ein, Invite gesendet. Und jetzt sehen wir, die Finny ist gejoined. Die Nachricht, das ist die Nachricht, die die Discord selber meldet. Und hier hat unser Tutorial-Bot die Nachricht gepostet, dass Finny dem Server beigetreten ist. Jetzt schicke ich hier gerade noch kurz eine Nachricht. Danke, du kannst jetzt wieder leaven. Und wenn sie dann einfach den Server verlässt, werden wir vom Tutorial-Bot genauso wieder die Nachricht bekommen, dass jetzt ein Benutzer uns verlassen hat. Und wir sehen jetzt auch hier, wir haben jetzt hier nichts bekommen, weil wir haben ja, wie wir hier sehen, Guild Member Remove in den anderen, nämlich ein neuer Kanal in den anderen Server reingeschrieben. Und wenn wir jetzt bei neuer Kanal gucken, sehen wir, dass hier die Nachricht von dem Bot kommt, definitiv hat uns verlassen. Und das ist eigentlich schon soweit alles. Das heißt, der Bot läuft soweit, macht das, was er tut. Wir sehen auch hier, das ist jetzt nicht wirklich viel Code, was man braucht, um schon verschiedenste Sachen auszuführen. Und das heißt, die nächste Frage ist jetzt nur noch, wo wir den Server, also wo wir den Bot dann laufen lassen, dass er halt auch immer zur Verfügung steht, weil jetzt würde er ja, wenn ich ihn gestartet habe, nur lokal auf meinem Rechner laufen. Und damit wäre der Bot auch hier im Discord nur so lange da, wie ich halt hier online bin. Und das wollen wir natürlich nicht für einen Bot, der später bei uns im Discord aktiv sein soll. Und deswegen kommen wir zum nächsten Kapitel und das ist die Frage, wo wir den Bot laufen lassen und hosten. Prinzipiell kann man hier jetzt die Dateien des Projekts, das wären die beiden JSON-Dateien hier, die Server.js, sowie den Ordner mit seinen Unterordnern und den anderen Dateien, das wäre die Discord.js-Bibliothek und die Abhängigkeiten, auf einen Server spielen, wo Node.js installiert ist und kann das dann dort benutzen, um den Bot laufen zu lassen. Wenn man jetzt keinen eigenen Server hat oder sich auch keinen eigenen Server holen will, ist man da allerdings in der Situation, wo man sich überlegen muss, wie man das hostet. Generell Hoster für Discord-Bots im Speziellen, aber generell auch Anbieter, die einfach nur Webservices hosten, sind mitunter schon ein bisschen schwieriger zu finden oder preislich in einem Bereich, in dem man jetzt so als kleiner Discord-Serverbetreiber vielleicht auch nicht unbedingt investieren will. Insofern habe ich mich auch ein bisschen umgeschaut, was es so gibt. Es gab so ein paar Anbieter auch von Discord-Bot-Hostings, aber das waren dann zum Teil Anbieter, wo die Domain auf irgendwelche Länder registriert ist und nicht klar war, wer jetzt der Betreiber der Domain ist. Alles nicht so wirklich vertrauenerweckend. Und deshalb habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin tatsächlich über Amazon Web Services, also AWS, gestolpert. Die haben alle möglichen Dienste, die sie anbieten zum Hosting.
Und soweit das bisher war, ist es tatsächlich für Benutzer, die relativ wenig Load nur haben, ganz interessant, weil die so eine Schwelle haben, unter der das Ganze kostenlos ist. Das heißt, wenn man jetzt nicht sonderlich viele Dienste hosten will und auch nicht sehr viel Traffic oder CPU-Zeit braucht für die Sachen, die gemacht werden, kommt man hier zumindest auch für den Anfang praktisch kostengünstig bei weg. Das Einzige, was man machen muss, ist sich ein Konto erstellen. Ich bin jetzt hier mal im Cognito-Modus drin, weil er sonst hier direkt irgendwie den Login angezeigt hätte, weil ich schon einen Account habe. Also müsste man sich dann ein AWS-Konto erstellen, mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren, eine AWS-Kontenbezeichnung, die kann man dann halt vergeben, wie man will. Das ist nur der interne Name. Und dann ein Konto erstellen. Was hier zu sagen ist, in dem Schritt bei der Anmeldung von so einem Konto, wenn man das einrichtet, kann man sich ja relativ straightforward durchklicken. Allerdings, wenn man so ein Konto anlegt, muss man an einem Punkt tatsächlich eine Kreditkartenverbindung angeben, weil die Abrechnung von Diensten, die dann kostenpflichtig werden, werden halt abgebucht. Und diese Angabe einer Kreditkarte ist an der Stelle halt erforderlich. Das ist quasi so das Einzige, was vielleicht den einen oder anderen davon abhalten könnte, das zu machen. Ich kann jetzt mal rüber switchen. Und wenn ich mich jetzt bei meinem Account einlogge, wenn man den Account gemacht hat, gibt es prinzipiell ein paar Sachen, die man beachten muss. Zum einen, das Ganze, worüber ich das jetzt gehostet habe, hier die Bots, ist dieser Service Elastic Beanstalk, nennt sich das Ganze. Dort sind die Dienste drin. Die ganze Menüführung ist zum Teil ein bisschen, sagen wir mal speziell. Was man allerdings immer hat, wenn man jetzt irgendwie die Seite wiederfinden muss, ist, dass man hier auf Services geht. Und wenn man dann dieses Beanstalk eingibt, findet man halt diesen Dienst. Man sieht auch hier, wenn ich es jetzt nochmal hinschreibe, das sind Web-Apps ausführen und verwalten. Ich weiß gar nicht genau, wenn man jetzt hier Web-Apps ausführen suchen würde, würde man es auch finden. Insofern könnte man hier rüber rein und kommt dann auf die Seite. Ich habe jetzt hier schon zwei Services am Laufen mit Bots. Was vielleicht noch zu sagen ist, bevor ich hier weitermache, es gibt bei meinem Konto, bei Budgets, tatsächlich eher so Budget-Limits einzustellen und also wie viel, was weiß ich, ein paar Euro pro Monat oder so, wo man dann eine Benachrichtigung bekommt, entweder wenn das Limit erreicht ist oder auch wenn die für den Monat projizierte, erwartete Load, also wenn die quasi für den Rest des Monats die Belastung und die Ressourcennutzung so weitergeht, die projizierte Kosten, die entstehen werden, eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn die ein gewisses Kostenmaß überschreitet. Also kann man sich da zumindest schon mal ein Alert setzen und sagen, okay, falls tatsächlich irgendwie ein Dienst jetzt plötzlich so viel Last machen würde, dass am Monatsende da irgendwie mit einer Rechnung zu rechnen wäre, dann würde man halt schon im Vorfeld eine Benachrichtigung bekommen und sagen, okay, wenn es in den nächsten zwei Wochen so weitergeht wie jetzt, dann wird am Monatsende das Budget überschritten. Das ist ein Punkt, wo man es schon mal ein bisschen sich reinhängen kann. Ansonsten rechnen sie ab, das hängt ein bisschen vom Dienst ab, entweder nach Server, also nicht nach Server, sondern nach CPU-Load-Berechnung, wie viel CPU-Leistung der Dienst verwendet hat oder auch wie viel Daten übertragen wurden. Was ich bisher so gesehen habe von den Diensten, ist es allerdings so, dass das sind relativ große Datenmengen. Also wenn man jetzt überlegt, was ein Bot so macht, gerade auf dem Server, wenn er jetzt nur auf einem Server läuft und selbst wenn da ein paar hundert Leute miteinander schreiben, ist das jetzt nicht so viel, dass das hier die große Rolle spielen würde. Also wird man wahrscheinlich am Anfang sowieso unter der Gratisgrenze bleiben. Es ist allerdings für den Anfang, wenn man jetzt nicht die Angabe der Kreditkartennummer an der Stelle scheut, ein Weg relativ einfach, einen Hoster zu bekommen und seine Bots laufen zu lassen. Also das ist jetzt die Variante, die ich momentan nutze. Wenn jemand von euch andere Hosting-Möglichkeiten hat, außer jetzt einen eigenen Server zu betreiben oder einen Server komplett zu mieten, einen virtuellen Server oder ähnliches, also Anbieter von entweder direktem Discord-Bot-Hosting oder auch von so Web-Service-Hosting kennt oder selber nutzt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare mal eure Erfahrungen schreiben, wen ihr da benutzt und wie das so funktioniert und wie das mit den Kosten aussieht, etc. Wenn man jetzt den Bot, den wir jetzt erzeugt haben, hier als Service laufen lassen will. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, schon zwei Anwendungen drin. Momentan, wie ich das richtig gesehen habe, ich habe schon ein bisschen rumprobiert hier, ist es wohl limitiert, wenn man sich einmal anmeldet in dieser freien Variante,
dass man auf 5 Anwendungen limitiert ist. Man kann allerdings später, wenn man mehrere Bots hat, auch mehrere Bots in einen so einen Dienst, das habe ich hier auch gemacht, reinpacken. Das heißt, man würde die Bots, den Code von mehreren Bots in einen so einen JS-File schreiben und dann wäre es halt hier ein Dienst, es würde aber trotzdem mehrere Bots laufen. Also ist dieses Limit mit den 5 jetzt nicht wirklich kritisch. Das heißt, man muss auf diese Elastic Beanstalk-Seite gehen, weil das die Services sind, die zu diesem Produktpaket gehören. Was wichtig ist am Anfang, bevor man eine Anwendung erstellt, was jetzt dann hier über neue Anwendung erstellen passiert, sollte man auf jeden Fall darauf achten, den Serverstandort zu wählen. Also der Dienst, wenn man hier eine Anwendung erzeugt, wird einem bestimmten Serverstandort zugeteilt. Das ist jetzt hier Frankfurt, weil ich das schon eingestellt habe. Das kann, wenn man den Account frisch angelegt hat, durchaus auch ein anderer sein. Also bei mir war es am Anfang USA, Ohio. Und man sieht das auch hier. USA, Ost, Ohio. Das war der bei mir defaultmäßig eingetragen war. Und wenn man jetzt in Deutschland sitzt und auch im Discord halt hauptsächlich mit Leuten aus Deutschland unterwegs ist, wird wahrscheinlich das über deutsche Discord-Server laufen. Und wenn dann der Bot in den USA sitzt, ist es halt nicht sehr schön, weil die Reaktionszeit halt ein bisschen geringer ist und das kann dann schon sein, dass der ein bisschen träge ist mitunter, wenn er reagiert, wenn er halt sehr weit weg sitzt. Also man sollte hier vielleicht auch wirklich den Standort wählen, wo man selber auch seinen Discord-Server hat. Ich meine auch, wenn ich mich jetzt dunkel erinnere, dass man in den Server-Settings, genau, ja auch die Server-Region angeben kann. Das ist hier bei Discord. Das heißt, hier werden jetzt Discord-Server in Europa verwendet und dementsprechend sollte halt auch der Bot, weil der kontinuierlich mit dem Server redet, entsprechend in Europa sitzen und für Deutschland, Zentraleuropa, bietet sich das an, den in Frankfurt laufen zu lassen. Das switcht man dann hier oben und hat dann, wenn man hier halt seinen Serverstandort richtig ausgewählt hat, hier den Button, um eine neue Anwendung zu erstellen. Die Webseite gibt es, wie man hier sieht, auch auf Deutsch. Falls es nicht so ist, gibt es hier unten die Option, die Sprache umzustellen. Das wird allerdings automatisch detected und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Als nächstes schauen wir uns das mal an. Neue Anwendung erstellen. Dann gibt man hier einen Anwendungsnamen. Das ist praktisch das, was hier bei mir als Überschrift steht. Eigentlich nur für die eigene Verwaltung. Und jetzt nennen wir das auch mal Tutorial Bot. Dann erstellen wir das Ganze. Jetzt haben wir eine Anwendung erstellt. Wir haben jetzt auch hier, das sind unsere 3 Anwendungen, die ausgewählt und wir haben jetzt noch keine Umgebung erzeugt. Wir gehen also hier auf Umgebung erstellen. Wir wollen eine Webserver-Umgebung, weil wir eine Web-API-Anwendung ausführen. Wir gehen also auf Auswählen. Hier müssen wir jetzt eigentlich nur 2 Sachen einstellen. Zum einen könnte man hier jetzt noch den Umgebungsnamen ändern, aber eigentlich macht es Sinn, wenn das der Anwendungsname mit End für Environment ist, also für die Umgebung. Wichtig ist jetzt hier bei Plattform, vorkonfigurierte Plattform, dass wir Node.js auswählen, weil wir ja eine Node.js-Anwendung haben. Man könnte jetzt hier auch irgendwelche Ruby, PHP, Python, Java, was auch immer, Projekte, also als Umgebung wählen, um dann seine eigenen Projekte, die halt zum Beispiel in Java oder in Ruby oder PHP aufgesetzt sind, halt laufen zu lassen. Wir sind jetzt aber hier bei JavaScript Node.js basiert, also wählen wir hier als Umgebung Node.js aus. Das wäre schon alles zur Plattform. Dann haben wir den Anwendungscode. Man kann zum einen Anwendungen mit Beispielcode erzeugen, man kann irgendwelche bestehenden Versionen, die man früher schon mal hochgeladen hat, müsste das sein, irgendwie verwenden. Brauchen wir aber nicht, weil wir haben ja alles neu gemacht. Also sagen wir hier, laden Sie Ihren Code hoch. Und hier will er jetzt ein Bundle, das entweder ein ZIP oder ein WAR-File ist. Also nehmen wir uns unser Projekt, alles, was hier in dem Tutorial-Bot-Folder liegt, diese Dateien, markieren die einmal und machen da ein ZIP-Archiv draus mit irgendeinem ZIP-Programm, welches auch immer man da verwenden will. Haben jetzt hier unseren Tutorial-Bot-ZIP und den wählen wir dann hier aus. TutorialBot ZIP. Das ist es schon. Jetzt gibt es hier noch eine Versionsbezeichnung. TutorialBot Source kann man jetzt die Versionen bezeichnen, wie man will. Ich nehme da normalerweise einfach die Versionsnummer hinten dran, weil das ist jetzt die Version 1.0.0. Das ist ja die Versionsnummer, die wir hier in dem JSON-File auch eingetragen haben. Was hier auch ganz gut ist, wenn man jetzt hier die Versionsnummer 1 hochzählt, weil man eine Änderung gemacht hat und dann das neue File hochlädt, also wenn man das dann updatet, dann wird hier auch direkt aus der 1, wird er hier auch, zählt er das auch automatisch hoch. Klappt eigentlich ganz gut.
Das heißt, wir wählen jetzt hier die 100, gehen einmal auf Hochladen. Dann haben wir hier eigentlich alles ausgefüllt, was wir brauchen, und wir sagen Umgebung erstellen. Das dauert jetzt einen Moment. Beim ersten Erstellen der Umgebung dauert das noch eine ganze Weile, also es kann schon mal 2 Minuten dauern. Beim Update nachher geht es deutlich schneller. Das heißt, hier muss man jetzt einfach abwarten, bis dieser Initialisierungsprozess abgeschlossen ist. Es gibt ein paar Steps, und wenn er fertig ist, switcht er um auf die Übersichtsseite und zeigt das Ganze mit einem grünen Haken an. Also müssen wir jetzt hier einfach mal kurz warten. Wie gesagt, es dauert ein bisschen länger, weil halt die Umgebung erstmalig angelegt werden muss. Beim Update selber geht das relativ zügig, da ist vielleicht so eine halbe Minute oder ähnliches, was das an Zeit kostet. Ja, und sobald das hier abgeschlossen ist und der Haken grün ist, das können wir vielleicht gerade mal hier parallel schauen wir uns an. Wir sehen jetzt halt hier, der Bot ist noch offline. Und sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, wird die Anwendung auch automatisch gestartet. Und der Bot würde dann online kommen und es würde direkt laufen. Also das wäre dann keine weiteren Schritte erforderlich. Insofern ein bisschen mehr Konfigurationsaufwand, wenn man es selber macht. Wenn man jetzt sehr viele Bots macht oder wenn man doch mehr Traffic hat, oder falls hier bei AWS, also bisher habe ich jetzt noch kein Problem gehabt und es läuft doch alles kostenlos soweit und es läuft doch sehr gut soweit. Was soll ich jetzt sagen? Also falls es da irgendwie Probleme gibt und man doch irgendwie auf einen anderen Anbieter wechselt oder einen eigenen Server betreibt, muss man sich dann da halt vielleicht ein bisschen genauer das nochmal angucken. Aber wie gesagt, bisher habe ich da eigentlich keine Probleme. Und wir sehen jetzt auch schon, er ist jetzt noch nicht ganz durch, aber wir sehen jetzt auch schon, dass unser Bot schon online ist. Und wenn wir hier jetzt wieder Hallo Bot schreiben, sehen wir auch, er reagiert auch. Und alles ist okay. Was man hier jetzt noch hat, hier kommt man doch wieder hin. Also wenn man jetzt hier wieder auf der Beanstalk-Seite ist, jetzt sehen wir hier, also es ist unsere mit allen unseren Projekten, die wir oder an Anwendungen, die wir hier bei AWS laufen haben. Und jetzt sehen wir hier, wir haben unseren Tutorial-Bot hier jetzt als weitere Anwendung. Hier kann man jetzt einfach das anklicken, kommt wieder auf diese Seite. An der Stelle auch ganz schön, man sieht zum einen, wenn man hier ein bisschen durchgeht, die Konfiguration des Servers, wenn einen das interessiert und so weiter. Das ist jetzt vielleicht nicht so hochgradig interessant. Was allerdings noch interessant ist bei Überwachung, sieht man dann hier, wann dieser Dienst wie viel CPU benutzt hat, wie viel Daten eingehend und ausgehend gesendet wurden. Das heißt, man kann auch ein bisschen im Blick behalten, wie sich die Load entwickelt, weil AWS, wie gesagt, ab gewissen Grenzen anfängt halt die verbrauchten Ressourcen halt abzurechnen. Das heißt, das sind dann praktisch die Kosten, die entstehen. Bei AWS ist es auch nicht so, dass man jetzt sagt, man zahlt monatlich irgendwie so und so viel Euro und dann hat man einen bestimmten Tarif, und wenn man irgendwie mal ein bisschen mehr braucht, muss man in den höheren Tarif wechseln oder so, sondern es wird immer das abgerechnet, was man tatsächlich verbraucht hat. Das heißt, wenn ich einen Monat sehr viel habe, zahle ich in dem Monat ein bisschen mehr, und wenn ich im folgenden Monat deutlich weniger wieder habe, zahle ich auch wieder deutlich weniger. Das heißt, hier wird tatsächlich immer so der aktuelle Verbrauch für diesen Abrechnungszeitraum verwendet. Alarme, ja, verwaltete Ereignisse. Hier sehen wir immer, wenn irgendwie was abgeloadet wurde, halt alle Informationen, die man halt zu dieser Anwendung hat. Diese Seite ist tatsächlich, wenn man ein bisschen gucken will, auch wenn man den Bot frisch hochgeladen hat und ein bisschen was los ist auf dem Server, kann man hier auch immer mal wieder gucken und kann mal sehen, was war denn die letzten Tage so die Load. Kann das ein bisschen hochrechnen und kann dann gegebenenfalls auch abschätzen, wie viel das hier kosten würde, falls man tatsächlich sehr, sehr viel Datendurchsatz hat oder CPU-Load hat, dass man in den Bereich kommt, wo man tatsächlich bezahlen muss. Falls man jetzt eine Erweiterung macht, den Bot ändert, den Code ändert und eine neue Version hochladen will, geht das ganz einfach. Man geht hier auf Dashboard, geht bei der ausgeführten Version auf Hochladen und Aktualisieren. Jetzt sehen wir auch hier schon, er hat jetzt schon die 101 hochgezählt. Wählt das neue File aus, was man dann neu erzeugt hat, ändert die Versionsnummer, sofern es nötig ist. Wie gesagt, die letzte Stelle hier, das zählt er schon selber hoch. Wenn man jetzt die mittlere Nummer erhöhen würde oder so, müsste man es halt hier manuell ändern. Geht dann auf Bereitstellen. Das mache ich jetzt mal nicht, weil es ja dieselbe Version ist. Dann würde die Datei hochgeladen werden. Er würde die Umgebung aktualisieren und würde wieder hier auf diesen Zustand zurückkommen und hätte dann hier die neue Versionsnummer laufen. Und weil die Umgebung schon erzeugt wurde, geht das dann auch relativ zügig. Also dauert jetzt nicht diese 2 Minuten, die es eben gedauert hat, sondern geht dann deutlich schneller. Und das wäre das zu diesem Thema. Wir sehen hier, der Bot ist am Laufen. Das funktioniert. Das heißt,
Das Einzige, was vielleicht ein bisschen abschreckend wirkt, ist, dass man halt mal direkt da eine Kreditkartennummer angeben muss für die Abrechnung. Aber davon abgesehen, mit dem relativ guten, ja, Anfangseinstiegsangebot, dass man den ganzen Service eine gewisse Zeit gratis nutzen kann und auch generell eine gewisse Schwelle da ist, unter der man sowieso nichts bezahlen muss, selbst wenn man den Dienst längerfristig verwendet. Durchaus eine ganz gute Alternative, womit man mal eben schnell seine Bots laufen lassen kann. Tatsächlich auch auf einer Umgebung, die ja durchaus schnell und zuverlässig reagiert, also schnell reagiert und zuverlässig ist, sodass man halt auch nicht dauernd jetzt Probleme hat, dass der Bot nicht erreichbar ist oder halt offline geht für eine Weile, ja, was man halt so haben kann, wenn man halt andere Anbieter hat. Und natürlich, was nicht schlecht ist, gerade bei so größeren Anbietern, dass man halt hier den Serverstandort auswählen kann und gerade jetzt mit seinem Discord-Server in Deutschland dann der Bot halt deutlich schneller reagiert, als wenn das Ding vielleicht irgendwo in den USA läuft oder in Asien oder sonst wo. Ja, damit wären wir am Ende. Das wären so die wichtigsten Punkte, womit man einfach mal ein paar kleinere Basisfeatures zum Laufen bringt und den Bot tatsächlich auch ohne jetzt selber große Serverkenntnisse zu haben, auch irgendwo hosten kann. Die Links zu den ganzen Seiten mit dem Anmelden vom Bot und dem Einrichten des Bots, diese Discord-App, Developer-Links und so weiter, werde ich nochmal in die Kommentare unten reinschreiben. Ich hoffe, dass es soweit ein bisschen geholfen hat, einen kleinen Überblick und Einstieg zu finden, wie das Ganze funktioniert. Falls es noch irgendwelche besonderen Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare. Dann sind wir hiermit durch mit diesem kleinen Tutorial und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.